Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer? Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihm das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Oh, oh! Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Halt hier! Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Und da sind wir nun in jener geschichtsträchtigen Nacht. Okay. Ich werde erstmal ein paar Artefakte ausrüsten. Wir haben zuletzt ja einiges bekommen. Haben ja auch einiges geschafft, möchte ich sagen. Hier können wir von 80 auf 100 hoch. Das hilft. Auch hier auf 100. Ich glaube, das war's. 791, immerhin. Gehen wir nun durch diese Tür und erfahren unsere Wahrheit. Ja, verstehst du jetzt, Neuer? Ich gebe dir eine neue Chance. Was wirst du tun, Neuer? Gegen die Bösen kämpfen oder gegen dich selbst, um nie sehen zu müssen, was im Zimmer deiner Eltern passiert? Die Bösen? Hey Mann, wir sind nur Follower. Was? Du bist doch dieses Kind mit einer Fantastillion Follower, oder? Wir dachten, wenn du uns addest, dann würden wir vielleicht Freunde finden. Weil wir haben eigentlich keine Follower. Kannst du uns bitte adden? Oh Mann, oh Mann! Wie bitte? Unser Moment ist endlich gekommen! Wow! Das ist ja, wenn kleinere YouTuber um, naja, Sub for Sub betteln oder... Ich wäre dann mal bereit. ...mal gepusht zu werden. Und vor allen Dingen, warum haben die in meiner Kindheit, was weiß ich wie viele Jahre her, auch schon Smartphones? Naja, wenn ich ein Viertklässler bin. Okay, dann hier ein Selfie mit euch. Ist das geil! Oh Mann, ich bin einfach... Wow! Dann mache ich hier ein fröhliches Gesicht. Wuhu! James, Percy und Jesse. Wir haben es geschafft! Ich bin so glücklich! Tja, die werden versorgt. Sollen wir nun in das Zimmer unserer Eltern gehen oder nicht? Oh, hey, mein Schatz. Alles okay? Geh wieder ins Bett, Schätzchen. Daddy und ich sind beschäftigt, okay? Geschafft! Du hast deinen Dad aufgehalten und deine Mom gerettet, Neuer. Haha, genau. Und jetzt ist niemand mehr da, um mich aufzuhalten. Auf in eine andere Zeit. Nein, Connor! Wer bist du? Ich bin Kuhn, das ist ihr Kind aus der Zukunft. Unser Kind aus der Zukunft? Oh Gott, ich hab gewusst, dass sowas passiert. Unser Kind weiß, dass wir gelogen haben und will eine Erklärung. Du hast recht, wir waren unehrlich. Aber nur, weil wir dich beschützen wollten. Die Wahrheit ist, deine Mom und ich haben gewisse Fähigkeiten. Kräfte, die normale Menschen nicht haben. Ich habe meine entdeckt, als ich noch jung war. Ich habe eines Tages ein Facebook-Profil angelegt und ein paar Stunden später hatte ich über 3 Millionen Follower. Meine Kräfte sind ähnlich, aber sie funktionieren nur bei Instagram. Ich hatte 4 Millionen Follower, als ich mein erstes Bild gepostet hatte. Natürlich bleiben solche Kräfte nicht lange unentdeckt. Kurz darauf wurden deine Mutter und ich von der Regierung entführt. Dann haben Wissenschaftler monatelang an uns herum experimentiert, um herauszufinden, wie wir so schnell so viele Follower bekommen konnten. Da haben dein Dad und ich uns kennengelernt und verliebt. In einem kalten, feuchten Regierungslabor. Ja, am Tag führten sie Experimente durch und in der Nacht liebten wir uns. So vereinten sich ihre Kräfte mit meinen. Und du hattest direkt nach deiner Geburt schon 10 Millionen Follower. Und als sie kurz darauf die Nabelschnur durchtrennten, warst du schon mächtiger als die gesamte Kardashian-Familie. Deshalb mussten wir fliehen, weil wir wussten, die Regierung würde dich für schreckliche Dinge missbrauchen. Seitdem sind wir auf der Flucht, ziehen von Stadt zu Stadt und versuchen, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber egal, wohin wir gehen, es hört nicht auf. Du sammelst automatisch Follower. Manchmal brechen sie sogar in unser Haus ein und benutzen unsere Toilette, um dir nahe zu sein. Deshalb haben wir Medizin in dein Essen getan, Spatz. Um deine Kräfte im Zaum zu halten, aber es hat nicht funktioniert. Eine Nebenwirkung der Medizin ist, dass deine Fürze unglaublich mächtig sind und fürchterlich stinken. Tut mir leid, Schatz. Oh Gott, ich bin so erleichtert, dass wir endlich die Wahrheit gesagt haben. Ich auch, Schatz, ich.
Ich glaube, ich kann mit dem Trinken aufhören. Und ich muss meine Probleme nicht mehr in Haschkeksen ersticken. Ach, Liebling, ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird jetzt ganz anders werden. Ich glaube an uns. Oh Gott, Katz. Wie geht es dir, Spätzchen? Jetzt, wo du die Wahrheit kennst, meinst du, dass du endlich auch an dich glauben kannst? Oha. Wir reisen zurück durch die Zeit. Stichwort Glauben. Tja, dann zurück und mal schauen, was sich geändert hat. Wir wissen die Wahrheit. Was wird sie uns bringen? Nice Special Effects! Wir sind wieder mitten in South Park. Aber wo sind die anderen? Und noch wichtiger, in welcher Zeit sind wir gelandet? Okay, dann legen wir mal los! Arschloch, da! Heute ist ein großer Tag für South Park. Die Stadt war echt lange Kacke. Aber endlich wird Mitch Connor als Bürgermeister vereidigt. Es ist mir eine Ehre. Begrüßen Sie mit mir Mitch Connor. Ein Mann mit richtigen Eiern, der die Scheiße endlich mal anpackt. Du hast es geschafft. Heute ist die Vereidigung. Wir können Mitch Connor immer noch aufhalten. Sehen wir es durch. Super da Idee. Lang. Das ist noch nicht angemacht, nein. Ja, dann nichts wie hin. Mir fehlen die Worte. Schnell! Wir können den Wichser noch aufhalten! Da ist er! Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mitch Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl! Gib endlich zu, dass du dahinter steckst! Ich bin nicht auf Mitch Connors Seite, Leute! Hör auf! Du bist Mitch Connor! Gib's zu, Cartman! Nein, bin ich nicht! Gib's zu! Nein, Kyle, ich hab keine Kontrolle über Mitch Connor. Du bist Mitch Connor, du warst immer Mitch Connor und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf! Und wie erklärst du dann das, Kyle? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. Das ist nicht lustig, Kyle. Das bin ich nicht! Alter, fick dich! Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß! Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Inwiefern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt! Du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt hab. Genau das habe ich gewollt. Die Kuhn-Freunde gehen sich an die Gurgel. Alter, verarscht du uns? Tja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du es zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pearls, wen greift ihr an? Mich oder den Kuhn? Wow, besiege Mitch Connor. Hör auf, Kai, das ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht. Bullshit. Was ist, Kuhn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Fick dich, Kyle. Nun ja, mit Cartmans Stimme ist es natürlich ein bisschen komisch. Dieser Lauf der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck! Statuseffekte auch. Was soll der Scheiß? Mitch, hör auf! Das ist grausam! Sorry, Humankind, so sind die Regeln. Du mieses Schwein! Ich bin drin! Okay. Der bringt dir alles durcheinander. Ja! Hör mit dem falschen Spiel auf, Humankind! Was soll ich tun? Ich kann nichts dafür. Mitch macht das alles. Naja, ich soll Mitch Connor besiegen, dann mache ich das auch. Und geh auf dich, Kyle. Gut gemacht, Freedom Pal. Ich glaube, du wolltest den Kuhn treffen. Ach, Kyle, das ist super schräg. Ach so. Oh. Gegen wen kämpfst du, Freedom Pal? Alter, ich bin überfordert. Du wirst das Richtige tun. Da fahren wir beide. Nein, verdammt, auf Mitch Connor! Wolltest du Kuhn treffen? Kein Problem. Mann, Deflektorschilde zählen nicht, Kyle. Alter, sprich... Alter, fuck, Leute. Das ist unfair. Genau. Sieh an, so sehen wir uns wieder. Mitch aus dem alternativen Universum. Oh Gott, verfick nochmal! Was?
Ihr habt alle Schläge verdient und deswegen hausch einfach drauf. Nimm das! Au! Ja. Dein Schmerz bereitet mir keine Freude, Kuhn! Daneben! Ich war die ganze Zeit da drüben. Hä? Machen die doch mit Absicht. Komische Dudes. Der echte Mitch Connor wird euch zeigen, wie es läuft. Mitch nicht! Ich glaube, Kyle findet es einfach geil inzwischen und versucht Sam zu zahlen. Spielt dasselbe mit. Das ist schon ein bisschen erbärmlich, weil so ein Mitch Connor gehabt ist ja einfach Cartman-Style und das ist total ungewöhnlich an für sich. Ich heb den Zug auf, weil ich glaube, das wird nicht cool, wenn die mich so angreifen. Zug gelöscht! Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand! Tja. Los! So besiege ich ihn. Muss einfach beide. Glaubst du, du kannst antanzen und einfach Regeln erfinden, du Betrüger? Gut, ohne Schaden zum Lenkung. Hör mit dem Scheiß auf, Kyle! Nimm einfach die Hand runter! Der echte Mitch Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Sag Bescheid, bevor du das nochmal machst! Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. So. I got a feeling! Ihr habt alle Stege. Das reicht nicht, um mich auszuschalten, Freedom Bell. Ich weiß noch nicht mal, was Gutes, wen ich da besiegen soll und wen nicht. Wie ist das Ananas? Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Ich will es nur eins. Ich will, wenn, dann beide erwischen. Todesschrauber! Ja! Ich darf nie mit Netzwerkzeugen spielen. Leute, ich weiß nicht, wem ich hier noch glauben kann. Echt? Ist doch eigentlich alles scheiß offensichtlich. Ja! Tut mir leid, Kalt. Ich tue nur meine Pflicht. Serum kommt nicht so weit nach vorne, ne? Das lasse ich mir nicht gefallen. Und eine Bewegungseinschränkung. Ja, dann erst recht nicht. Hier kommt dein Tod. Komm da nicht ganz hin. Angriff aus dem Hinterhalt. Seid ihr jetzt zufrieden? Meiner Berechnung nach habt ihr mich nicht getroffen. Das verursacht super Ekel. Hä? Wenn ihr die Regeln selbst schreiben könnt, ist totaler Käse. Dann darf ich auch Regeln schreiben. Oder etwa nicht. Jetzt wirst du zerfetzt. Das ist down, oder? So einfach geht das nicht, Freedom Pearls. Langsam wird's total behindert. Find ich auch. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Gleichzeitig. Moment, was? Moment, Moment. Timothy sagt nicht schummeln. Los. Los, mein Arsch. Beide besiegen. Gleichzeitig. Hätte auch keiner gesagt, dass es gleichzeitig sein muss. Deswegen weiß ich es nicht direkt. Au! Wunderarschbombe! Eigentlich ist natürlich mal wieder Mysterium dafür am geeignetsten. Weil er hat viel im Umkreis drin. Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Wie ein Bohrer. Cartman müssen wir erstmal verletzen. Holzschlitzer! Ja! Du bist ein Werkzeug im Kampf für die Freiheit. Humankind ist auch geheilt. Deswegen so zurückgestoßen werden. Ja. Tu bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Hier kommt Mysterium. So, und jetzt geht das? Sind beide down. Hey, ja. Mysterium, du bist der Coolste. Also mach's. Bomben. Die Freedom Pearls werden siegen. Das war doch die Lösung an für sich, oder nicht? Du bist nicht mal gut genug, um ein Fake zu sein. Cartman, das ist deine Schuld. Ja, yeah! Alles nehmen und weiter. Oh, Alter, es reicht jetzt. Hör endlich auf damit, Kyle. Hör du damit auf?
Fettarsch! Sag ihnen endlich, dass du mich nur verarscht hast, sonst hören die nie auf, uns zu verdreschen. Alter Kai, wenn du uns nur verarschst, dann sag's bitte jetzt. Langsam blickt keiner mehr durch. Wenn ich euch verarschen würde, dann eher genauso. Na gut, vielleicht gebe ich's ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt nichts zu, bevor er nichts zugibt. Du zuerst. Na gut. Okay, wir geben es beide gleichzeitig zu, okay? Auf drei sagen wir beide, ich hab euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. Eins, zwei, drei. Ich hab euch verarscht. Hereingelegt. Du Arschloch! Und schon zu lange hat unsere schöne Stadt eine saublöde Schlampe als Bürgermeisterin, die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor... Okay, okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor! Los, Beeilung, vereidigt mich. Okay, um mit der Amtseinführung zu beginnen, würden Sie bitte Ihre rechte Hand heben, Mr. Connor. Ich schwöre feierlich. Ich schwöre feierlich. Halt! Halt, stopp! Nein! Was ist hier los? Machen Sie mich zum Bürgermeister! Alle mal herhören! Das ist alles nur ein Trick, um das Verbrechen anzukurbeln! Damit das Coon-Franchise erfolgreicher wird als das Freedom Pulse-Franchise! Man hat Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol gemischt, damit es mehr Verbrechen gibt, die Coon bekämpfen kann! Das war alles der Plan von diesem Wichser! Mitch Connor reitet auf einem fetten Waschbären? Nein, kapiert ihr es nicht? Er ist an allem schuld! Los, zeig ihnen das Selfie, das du gemacht hast! Ja, Coonstagram. Auch bekannt als der erstaunliche Wunderarsch. Freedom Pal, ehemaliger Coon and Friend. Findet das Selfie, das du mit Mitch Connor und seinem Plan aufgenommen hast? Gut, lade es mir hoch, dann stelle ich es auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können! Mach ich glatt. Hochladen kann ich. Was? Hey, Mitch Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Du meinst, er hat Gift in unseren Wein und unser Kokain getan? Warum? Ja, warum? Ich sag euch warum. Weil der Neue nicht der Einzige mit einem gefickten Elternteil ist. Mein Dad wurde gefickt, als ich 9 war. Was? Nur 2 Leute auf diesem Podium wissen, wie das ist. Jetzt lass den Scheiß! Psst, ich will das hören! Ich werde meinen Vater rächen. Und wenn alle anderen dafür sterben müssen. Mitch, es ist vorbei. Mom? Was machst du denn hier? Ich bin schon die ganze Zeit da. Du bist nicht schuld, Sohn. Ich bin schuld. Was soll das heißen? Ich war es, Mitch. Ich habe deinen Dad gefickt. Wow! Was? Du hast meinen Dad gefickt? Warum? Ich habe das für uns getan. Du solltest eine Zukunft haben. All die Jahre jag ich die Person, die meinen Dad gefickt hat, und dann war es meine Mutter? Bleib ganz ruhig, Mitch. Fick dich, Kuhn. Du bist vielleicht cool, aber das ändert auch nichts. Wie war das, Mom? Hm? Hast du ihn dabei in die Augen gesehen, als du ihn gefickt hast? Mitch, das ist schon so lange her. Für mich nicht. Ich denke jeden Tag dran. Vergib ihr, Mitch. Bitte sag mir, dass ihr ihm das nicht abkauft. Dafür werde ich dich umbringen. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich um. Nein, ich bring dich um. Also, zum Glück wird dieser Typ nicht Bürgermeister. Kommt mit, Leute. Wir besorgen uns in der Nachbarstadt saubere Drogen und Alkohol. Ja! Ja! Was? Credits? Das ist mal wieder typisch. Ist es ein Gag oder kommt danach noch was? Ja, das kann ich ja so schnell nicht verarbeiten. Das muss man erstmal sacken lassen, verarbeiten und einordnen. Aber lustig. Zwar mochte ich diese Mitch Connor-Folgen nicht sonderlich, aber lustig rübergebracht. Weißt du, wenn du dir denkst, so krass, und sie treiben es noch weiter auf die Spitze und denkst dir so, what the fuck, mir geht nicht, und die hauen noch einen drauf. Das ist richtig Brainfuck. Wer hat das Skript geschrieben? Wir warten jetzt erstmal ab, bevor ich irgendwie ein Fazit abgebe, ob es das war. Die Frage, ob Stab der Wahrheit oder die rektakuläre Zerreißprobe besser ist, die muss, glaube ich, jeder für sich selbst beantworten. Beide Spiele haben so ziemlich alles. Vielleicht hat die rektakuläre Zerreißprobe vielleicht doch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Mehr Häuser,
mehr Inhalt und den Stab der Wahrheit in sich drin, quasi als Story-Element. Für uns wahrscheinlich die bessere Wahl, weil deutsche Synchro und so, das ist, macht schon viel aus. Das Kampfsystem ist halt auch Geschmackssache. Die Story. Vielleicht ist die Story sogar wirklich noch ein bisschen besser. Weiter geht's. Du bist das Kitzelmonster. Nein, du bist das Kitzelmonster. Oh, hallo Schatz. Warst du mit deinen Freunden spielen? Ist das nicht eine tolle Stadt? Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals reinen Tisch gemacht haben, was unser Kind angeht. Ich fühle mich, ich weiß nicht, als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Ja, ich will da jetzt ungern stören. Sag mal, würdest du uns einen Moment entschuldigen? Mami und Daddy müssen oben etwas erledigen, weißt du? Oh, du kleiner Schelm. Oh, du kleiner Schelm. Oh, es ist der Tag, an dem, ihr wisst schon. Dachtest du wirklich, du könntest verhindern, dass schlimme Dinge geschehen? Professor Chaos. Begreifst du nun endlich, dass das Chaos dich immer einholt? Du hast versucht, ein Held zu sein. Lass doch mal deine dunkle Seite raus. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Leben, weißt du? Ganz egal, wie sehr du versuchst, die Vergangenheit zu ändern. Dann wird immer deine Mom gefickt. Dun, dun, dun. Oh, und jetzt die richtigen Credits. Wahnsinn. War das schon so ein kleiner Teaser auf ein eventuelles drittes Spiel? Komm auf die dunkle Seite. Man hat ein paar Aspekte ja noch offen gelassen, das ist richtig. Aber wenn ich drüber nachdenke, wie lange man an diesem Spiel saß und wie oft das verschoben wurde, brauchen wir die nächsten Jahre wohl nicht damit rechnen. Zumal kann ich mir vorstellen, nach dem Abenteuer wollen die bestimmt auch erstmal ein Päuschen. Nee, also, ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Was soll ich sagen? Es gab viel zu entdecken. Es war zwar nicht dieser Flash da wie beim Stab der Wahrheit, das alles zu entdecken und so. Auch weil es im größten Teil dieselbe Stadt war. Logisch, vom Aufbau her. Man hat sich aber Mühe gegeben, das möglichst zu ändern, zu aktualisieren, die neuen Charaktere irgendwie einzubinden. Es gab verdammt viele Bosse und die Spieldauer ist auch länger, das muss ich mal sagen. Ihr merkt es ja allein an den viel mehr Parts. Und ich würde sagen, dass die rektakuläre Zeitprobe die Nase noch vorn hat. Auch wenn das Kampfsystem natürlich Geschmackssache ist. Cool, cool, cool. Also es waren natürlich mal wieder ein paar Momente dabei, wo man sich so denkt. Also ich war durchaus ab und zu ein bisschen beschämt, muss ich sagen. Es ist ja mein Content, den ich hier auf meinem Kanal bringe und so. Aber das ist halt South Park, da musst du damit rechnen. Ich muss ja zugeben, ich habe die 20. Staffel noch auf DVD hier liegen und die muss ich mir mal reinziehen. Auch die 21. läuft ja bereits, da gibt es auch einen Prolog, einen Vorgeschmack auf das Spiel. Im Endeffekt, die deutsche Synchro war für mich halt wirklich auch mit den ganzen Originalsprechern, das habe ich mir gewünscht und das habe ich bekommen. Im ersten Teil wusste man wahrscheinlich noch nicht, ob das wirklich so gut ankommt. Gerd Aktun, guck mal, die ganzen Sprecher, da sind sie. Gerd Aktun ist doch von Mauzi. Das war der eine. Und jetzt die Spanischen. Ah, die ganzen Sprecher. Super nice. Ich habe jetzt aber genug von den Superhelden. Was könnten die das nächste Mal machen? Also in South Park Phone Destroyer habe ich als Let's Test gebracht. Da waren sie ja Cowboys und Indianer. Vielleicht lässt man sich was Neues einfallen. Oder vielleicht spielen sie auch mal im Original-Look. Wobei, da haben sie halt keine Fähigkeiten und so. Das ist ein bisschen lame. Ach, mal sehen. Wenn da was kommt, dann wird denen schon was einfallen. Aber wahrscheinlich erst für die nächste Konsolengeneration. Ja, ich glaube, ich muss es über die nächsten Tage auch erstmal
ich will nicht sagen sacken lassen, aber richtig einordnen können, was wir da genau gezockt haben. Aber im Endeffekt kann man sich nicht beschweren. Ein gelungenes RPG, ob mit oder ohne South Park Kenntnisse oder Vorliebe, in vielerlei Hinsicht besser als Stab der Wahrheit. Wenn ich so drüber nachdenke, dass ich da oftmals nicht wusste, was zu tun ist. Wenn ich drüber nachdenke, dass ich oftmals, hing an gewissen Stellen. Gibt es dann doch hier mehr Brücken. Also es ist noch besser spielbar, das fällt mir auf. Und die Fürze habe ich damals auch nicht immer perfekt hinbekommen. Da werden manche sagen, das wäre wieder ein bisschen zu leicht. Weil diese, das ist ein Kritikpunkt, den ich erwähnte im Genlabor, dass man halt wirklich überall einfach seine Fähigkeiten abruft. Du kommst nicht weiter, dann siehst du Sicherungskasten, ja, Lakai, Professor Chaos und ab dafür. Oder du musst irgendwie fliegen, du siehst das Windrädchen, holst Human Kite oder du brauchst den Sandblaster vom Toolchat. Und da gab es ja eigentlich immer eine Lösung. Beim Stab der Wahrheit musste ich manchmal überlegen, aber auch nur, oder ich kam auch nicht von selbst drauf, weil es nicht offensichtlich war. Ist bestimmt sauschwierig, aber man sollte versuchen, da doch den Spagat zu schaffen, die Mitte zu finden zwischen leicht und schwer. Versteht ihr, was ich meine? Zwischen zu leicht, wie es eventuell hier war, und zu unklar erkennbar, wie es vereinzelt beim Stab der Wahrheit der Fall war. Und wenn es ein drittes Spiel gibt, dann haben die sich bestimmt schon ein neues Kampf... dann wird es bestimmt auch ein neues Kampfsystem geben. Irgendwas fällt denen doch bestimmt ein. War gut gemeint, ne? Das ein bisschen innovativer zu machen und so. Hatte auch was für sich. Ich hörte auch, es war ursprünglich geplant, dass auch Dr. Timothy ein spielbarer Charakter sein sollte. Hat sich aber am Ende nicht durchgesetzt und bewahrheitet. Ja, das ganze Pimpen, das System mit den Artefakten und DNA-Strängen und so. Einerseits sehr intensiv, auch das Craften und so. Ich habe mich aber nie so perfekt damit auseinandergesetzt. Auch, weil man so eine Eselsbrücke eingebaut hat, von wegen, mit dem Werte erhöhen. Dass du einfach nur gucken musst, was treibt deine Macht höher. Und dann kannst du das einsetzen. Fand ich ehrlich gesagt praktisch, weil ich mich da nicht ganz, ganz intensiv reinfuchsen wollte. Tja. Und was jetzt? Jetzt stehe ich hier. Einfach so, ach, jetzt kann ich machen, was ich will. Möglicherweise. Hallo, South Park. Der Part ist schon lang, aber trotzdem möchte ich ganz kurz gucken. Was wäre bei... Moment mal, Cartmans Haus, aber warum ist denn... Ach so. Es gibt natürlich... 10 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Es gibt natürlich noch unzählige Nebenquests, die ich zu erledigen habe. Wir sehen uns. Da möchte ich dann doch auch ein Stück weit um Entschuldigung bitten, dass ich ja die nicht alle lösen werde, nicht alle lösen will. Oh, na hallo. Hast du deine Krone verloren? Kann man sagen. Hier ist auch keine mehr. Ich wollte es ja nur wissen. Der Thron, der Game of Thrones Thron. Dann gehen wir nochmal kurz runter, ob hier einer ist. Sanktion mit Inklusion, das ist doch von Captain Diabetes. Sanktion mit Inklusion. Ja. Es gibt bestimmt jetzt noch einiges zu entdecken. Ich liebe es. Sanktion mit Inklusion. Ja, ist hier noch jemand? Leider sogar nicht. Human Kite hat doch ein komplettes Profil und der ist ein scheiß Drachen. Verdammt nochmal, Wunderarsch, du schon wieder. Aha, du bist wieder da und willst mit mir sprechen. Na toll, hier kommt Wunderarsch, yeah. Du willst also echt mit mir sprechen. Nervig für uns beide. Ich bin gerade irgendwie beschäftigt. Wie läuft's da draußen, Arschlot? Verdammt nochmal, Wunderarsch, du schon wieder. Aha, du bist wieder da und willst mit mir sprechen. Also ihr merkt schon, da ist alles getan. Tja, gucken wir noch kurz bei den Freedom Pals vorbei.
Und wenn da nichts weiter ist, ist das Let's Play auch vorbei. Kann ich von Nutzen sein? Und ich weiß immer noch nicht ganz genau, wo wir sind. Überschnell. Konnte ich mir auch nicht so hundertprozentig einprägen, wo alles ist, aber auch weil ich, naja, so viele verschiedene Let's Plays gleichzeitig am Laufen hatte und da gab es da mal Pausen und dies, das, Ananas. Ja. Aber an für sich gelungen. Und ich habe auch gerne meine Outfits gewechselt. Das läuft. So, kurz runter hier. Ach, da sind die meisten. Nur der Kuhn nicht. Alle am Handy. Kann ich mit dem reden? Ich drücke A und nichts passiert. Sag mal, wie geht's Tweak? Bei ihm alles okay? Tja, das wär's dann wohl wirklich. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Die Leute, die auch bei größeren YouTubern hätten gucken können, das aber trotzdem bei mir getan haben. Oder beides, je nachdem. Nicht alles war perfekt, aber ich hatte einen Riesenspaß und das ist die Hauptsache. Mal sehen, wenn ein neues großes South Park-Spiel kommt, bin ich dabei. Aber das wird bestimmt, wenn es kommt, noch viele Jahre dauern. Danke fürs Zuschauen, ein letztes Mal Daumen hoch. Und ja, Freedom Pals und Kuhn and Friends forever. Bis dann und ciao!